Mein Name ist Anja Thuns. Ich arbeite für die Gedenkstätte Sachsenhausen und eins meiner Interessenschwerpunkte oder Forschungsschwerpunkte ist die Fotografiegeschichte. Deswegen zeige ich heute ein Objekt in der Ausstellung im Kommandantenhaus. Das ist das Fotoalbum von Hans Goos, der als Angehöriger der Wachmannschaften hier in Sachsenhausen eingesetzt wurde. Und die Bilder, die wir haben, die in Sachsenhausen aufgenommen sind, sind so in den Jahren 37 und 38 entstanden. Die erste Frage, die man sich natürlich stellt, ist, war, für wen wurden diese Fotos denn überhaupt aufgenommen? Und da kann man natürlich direkt in erster Linie darauf verweisen, klar, dieses Fotoalbum legt man in gewisser Weise für sich selber an, um auch die eigene Dienstzeit zu dokumentieren, um die Stationen seiner Ausbildung auch zu dokumentieren. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele Gruppenbilder, die sich in dem Album befinden, wo man eben auch teils auch durch die Bildunterschriften schon Bezüge hat zu den Kameraden oder eben auch Vorgesetzten, die dort zu finden sind. Das hinterlässt auch schon Hinweise darauf, dass es eben vermutlich nicht nur der Besitzer des Albums selbst dieses Album nur für sich allein angelegt hat, sondern dass es vermutlich auch eine Praxis gegeben hat, das mit anderen Menschen zu teilen. Also dieses Album quasi bewusst so zu gestalten, um es dann auch als Anlass für ein Gespräch über die Zeit hier in Sachsenhausen zu nutzen. Und wenn wir uns das Album etwas genauer angucken, kann man schon ein paar Hinweise darauf anhand des Materials einfach auch finden. Hier sieht man von außen schon, dass der Einband relativ professionell wirkt. Es gibt auch diese eingeprägten SS-Runen, die hier so reingestanzt sind in das Leder von außen. Und wenn man das Album durchblättert, erkennt man, dass Hans Goos, der Besitzer des Albums, sehr viel Mühe darauf verwendet hat, diese Beschriftungen zu gestalten. Also es wurde schon eine gewisse Sorgfalt und auch versucht, die Chronologie genau zu beschreiben, also sehr akkurat zu sein bei den Daten und bei den Orten. Also man sieht, es gibt da ein großes Nebeneinander von privat, also diese Truppe hier sozusagen verbringt fast 24 Stunden am Tag zusammen. Und auf der anderen Seite sieht man auch dieses Selbstbild, sich selber als politische Soldaten irgendwie darzustellen, auch als Elitetruppe. Und das hat natürlich auch viel mit der Biografie des Albumbesitzers Hans Goos zu tun, der eben sehr jung noch, was auch typisch ist für die Wachmannschaften in den Konzentrationslagern, mit 18 eben in die SS eintritt und kurz danach auch hierher kommt. Und sicherlich auch in seinem Album diesen ja, für ihn wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aufstieg dokumentieren möchte. Eigentlich ist dieses Album in dem Sinne eine Selbstinszenierung des, seines Besitzers. Und man kann sich natürlich auch fragen, welche Motive werden eigentlich nicht gezeigt. Und was ganz auffällig ist, ist natürlich das Töten, was hier Teil des Alltags im Lager war, wird eigentlich nicht gezeigt. Und was wir eben auf den Bildern sehen, ist so eine scheinbare vermeintliche Normalität, in der sich die SS-Männer sozusagen ganz gut hier in ihrer Gruppe eingerichtet haben und ihre Zeit hier scheinbar unbeschwert verleben. Und das sind ja sozusagen zwei Realitäten, die gleichzeitig hier stattfinden in Sachsenhausen.